Oh, was ein Dodge! Was ein Dodge direkt am Anfang! Feuer gegen Eis! Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Tabs. Wir wollen heute neue Götter ausprobieren! Woo! Und wir sind hier auf einer Viking-Map. Und was würde sich da mehr anbieten als die nordischen Götter? Die nordischen Götter! Auf die habe ich tatsächlich mich am meisten bisher gefreut. Weil das auch eine Glaubensrichtung ist. Das Heidentum. Was ich ganz interessant finde einfach. Von der Denkweise her. Und außerdem liebe ich die Serie Vikings. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? Einfach großartig. Einfach großartig. Falls ihr sie also noch nicht gesehen habt, ihr müsst sie gucken. Falls ihr alt genug seid. Das ist natürlich dann der andere der andere Aspekt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Ich meine, sie ist ab 18, ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt auf jeden Fall hier erstmal in den Fight. Sieht... Das war eine Explosion. Achso, genau, ist wieder ein Mod. Und tatsächlich habe ich jetzt auch herausgefunden, dass jede von diesen Mods auch vom selben Macher sind. Das heißt, normalerweise, wenn er das richtig gemacht hat, sollte das sogar tatsächlich gut aufeinander abgestimmt sein. Und dann könnten wir einfach mal ein Turnier der Götter veranstalten. Also, dass ich tatsächlich dann ein Achtel, ein Halb, ein Viertel, ein volles Finale mache und so herausfinden, welche Gottheiten in Tabs einfach die krassesten sind. Was haltet ihr davon? Was würdet ihr sagen? Ich würde die Kämpfe dann dementsprechend aufnehmen und dann kommentieren. Wäre das eine geile Idee? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like auf diesem Video. Und ja, richtig. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Götter ihr noch sehen wollt. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt noch die japanischen Götter. Es gibt noch die Hindu-Götter. Und ansonsten bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber hier der Fight sieht jetzt gerade erstmal krass aus. Falls wir tatsächlich auf so ein Turnier zurückgehen wollen, falls wir das machen möchten, dann müssen wir definitiv darauf achten, dass wir eben eine bestimmte Anzahl von Charakteren nur haben. Soll ich die dann auswählen? Wollt ihr die auswählen? Sollen wir irgendwie eine Abstimmung machen? Aber ich weiß nicht, würden genug Leute sich finden, dass die Abstimmung auch wirklich Sinn macht? Also das müsst ihr wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich möchte auch ganz gerne, dass ihr damit einbezogen werdet. So, jetzt auf jeden Fall mal schauen, was hier so weitergeht. Oh, ja. Was passiert? Was passiert? Ist kurz stecken geblieben. Naja, jetzt läuft es auf jeden Fall weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob's... Hä? So, musste ich kurz einen Cut setzen? Da ist mir die Katze auf die Tastatur gesprungen. Sorry. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen. Okay, der Kampf geht gleich vorbei. Der Kampf wird gleich vorbeigehen. Ich meine, der Kampf dauert ja auch schon eine Ewigkeit gefühlt. Aber wer wird gewinnen? Das war ein Charge Attack. Eine richtig harte Charge Attack. Na, come on. Oh, Win für Team Rot. Win für Team Rot. Das war Fafnir. Fafnir hat die erste Runde gewonnen. Jetzt spielen wir mal Freya gegen Heimdall. Das war ein nicer... Wurde er nach oben gehittet oder fliegt er auch? Ja, er fliegt auch. Krass, okay. Ich glaube Freya... ich weiß nicht. Freya wird ordentlich durchbohrt hier von irgendwelchen Schwertern. Ich sehe das nicht so ganz auf Freyas Seite. Dann schmeißt er jetzt noch Äxten. Oh Gott, sie ist durchlöchert. Schlimmer als ein Schweizer Käse. Was ein Joke. Okay, ja. Das geht an Team Rot. Nein, Team Rot hat verloren. Team Rot hat verloren. Ja. Das ging an Team Blau. So. Hail gegen Loki. Loki. Großartig. Die Mod gefällt mir echt. Hier natürlich jetzt schon von der neuen Fraktion, von der dunklen Fraktion, einige Moves.
Loki. Loki schlitzt aber ordentlich rein. Jetzt vor allen Dingen mit dem Doppelgänger. Ja, Blau gewinnt. Blau gewinnt, Rot hat verloren. Habe ich mir schon fast gedacht, dass Loki das gewinnen würde. Oh, Odin möchte ich eigentlich mir... Wir lassen Odin gleich gegen Ymir kämpfen. Jetzt erstmal Skadi gegen Sol. Oh, was ein Dodge! Was ein Dodge direkt am Anfang! Feuer gegen Eis. Da sind ordentlich Speere, die hier geworfen werden. Und ordentlich Pfeile, die geschossen werden. Die Flammen kommen aber auch durch. Und es geht an Blau. Es geht an Blau. Es geht an Blau. Sol hat gewonnen. Jetzt mal Thor. Thor gegen Ulrich. Ulrich! Oh. Oh, da hat Thors erster Blitz nicht getroffen. Ich glaube, Thor ist tatsächlich ein bisschen besser im Fernkampf. Bin ich mir aber jetzt noch nicht ganz so sicher. Ich würde auf jeden Fall gleich mal gerne den normalen Thor gegen den Thor hier kämpfen lassen, um zu gucken, wer da der bessere ist. Aber ich gehe davon aus, dass hier der Thor deutlich stärker ist. Modelliert ist er auf jeden Fall deutlich cooler. Oh, wir können uns ja einen wichtigen Fun machen. Wir können ja Thor aus dem Marvel, Universe, den Thor und den anderen Thor machen. Hm? Und dann könnt ihr auch entscheiden, wen ihr am besten findet. Also vom Stil her finde ich den schon ziemlich gut hier, ne? Gut abgewehrt. Nochmal abgewehrt. Wieder abgewehrt. Wehrt er jeden ab? Holy, der hat schon ordentlich was abgewehrt. Ich meine, jetzt stecken zwei Stück auch in ihm drin. Aber er hat auch ordentlich hart abgewehrt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das geht an Tor. Locker. Okay. Ymir gegen Odin. Ding. Allfather. Allfather. Ich meine, von den Punkten her müsste Odin das ja verlieren, ne? Aber ich hoffe, dass Odin das... Oh, das wird heftig. Das wird ganz, ganz heftig. Na, come on. Odin, ich bin auf deiner Seite. Aber der wird zu oft eingefroren und dann wird einfach auf ihn eingetreten. Ich glaube, das wird nichts. Wir werden gleich mal die Götter gegen Ymir kämpfen lassen. Die Götter gegen Ymir. Das sieht nicht gut aus. Okay, vom Stil her gefällt mir Ymir auch besser. Odin ist halt... Ja, der geht halt unter, ne? Und ich glaube, der hat keine Spezialfähigkeit aktuell, oder? Teilt er denn wenigstens ordentlich Damage aus? Das wäre... Uiuiui. Okay, er tankt aber auf jeden Fall. Er kann tanken. Aber ansonsten... Ja, die drücken zu wenig Damage. Das war ziemlich ausgeglichen dafür, dass Odin so viel weniger Punkte hat. Wen von den Göttern fandet ihr jetzt am coolsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand echt krass Skadi, Sol und Thor. Die finde ich krass. Die anderen waren auch ganz nett. Natürlich sahen die alle richtig gut modelliert aus. Und Loki war auch gut. Loki war, glaube ich, auch gut. Ah, ja. Loki, Skadi, Sol und Thor. So, jetzt möchte ich aber noch das Marvel Universe und den anderen Thor. Ich möchte die Thor alle zusammenkämpfen lassen. Ist der bei Secret? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Oder ist der bei... Wir suchen jetzt live. Guck mal, hier ist noch ein Ulre. Ulre! Ist das derselbe Ulre? Wir lassen die mal fighten. Ich will die auch fighten sehen. Okay, wahrscheinlich... Ja. Mhm. Okay, der selbstgemachte Ulre ist deutlich stärker. Das wird wahrscheinlich gleich auch so ausgehen bei dem anderen. Legacy. Ist der hier? Ja, da ist Tor. Da ist Tor. Machen wir mal... Machen wir so viele Tor. Gegen einen aus dem Marvel Universe. Oi. Okay. Und einen. Einen von denen hier. Okay, also, jetzt gucken wir mal. Das sind die Original-Tor, die es aktuell gibt. Das sind die ganz normalen Vanilla-Tor aus Tabs. Das ist der Tor von MCU. Und das ist der Tor aus der Götter-Mod. Jetzt sind wir aber ganz ehrlich. Der da ist angeblich der stärkste.
der sieht aber am mickrigsten aus. Der da sieht am geilsten aus, ist aber nur so durchschnittlich gut. Und der ist fällt bei beiden, glaube ich, durch. Wir lassen die mal kämpfen. Ja. Ich glaube, das wird nicht ewig lange gehen. Wie viele sind schon tot? Okay, yeah. Der MCU-Tor hat alle zerschreddert. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann und bis dann und bis dann und bis dann und bis dann. Ciao.